Hallo, zum zweiten Teil des Beispiels 4072. Jetzt schauen wir uns vielleicht an, wie wir das Ganze mit GeoGebra ein bisschen allgemeiner lösen. Und dazu nochmal kurz die Daten. Wir haben gesucht die Anzahl der Geräte, um mindestens 500 fehlerlose Geräte mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 99,9 zu erhalten. Wir haben gesehen, da kommt 528 Geräte, muss der Händler bestellen, um das zu lösen und um dies zu erhalten. Und wir schauen uns das Ganze jetzt vielleicht mit GeoGebra an, mit einem kleinen Applet, das ich da dazu gebastelt habe. Und zwar sehen wir hier oben, die Lösung da weg, die Wahrscheinlichkeitsverteilung hier mit Variablen n und p. P ist 97%, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gerät fehlerfrei ist, beträgt 97%. Und man kann hier ganz einfach mit n ausprobieren und somit den Mittelwert verschieben, aber es ändert sich auch Sigma, wie man natürlich ganz einfach sehen kann. Um diese Normalverteilung zu erhalten, die Binomialverteilung approximiert. Und hier ist schon eingezeichnet die Grenze 500, das heißt, wenn der Händler jetzt 506 zum Beispiel bestellt, was ich gerade eingestellt habe, dann erwartet er 490 fehlerfrei, 491 eigentlich, wenn man es rundet, und die Wahrscheinlichkeit, dass mehr als 500 defekt sind, fehlerfrei sind, beträgt hier nur 0,008. Und es geht jetzt darum, wie müssen wir diese Kurve, diese rote Kurve, die Normalverteilung verschieben, dass diese Wahrscheinlichkeit eben 99,9% ausmacht. Das kann man jetzt da ganz schnell einfach ausprobieren. Natürlich muss man mehr als 500 kaufen und bestellen. Bei 600 sieht man schon, okay, das ist sehr, sehr viel zu viel, viel. Schauen wir mal, wie wir vielleicht ein bisschen einfachere, kleinere Zahlen haben. Und ich habe das Applet so gebaut, dass falls hier die Normalverteilung nach rechts verschwindet, kann man es einfach mit Zoom wieder schön zentrieren. Also beispielsweise hier mit 516 Bestellungen, mehr als 500 ist schon mehr als die Hälfte die Wahrscheinlichkeit, 0,5. Man sieht ja auch, dass der Mittelwert hier bei 552 ist, also es geht sich schon ein bisschen mehr als über die Hälfte aus. Und jetzt können wir das Ganze vielleicht noch weiter draufschieben. Je mehr Bestellungen, desto weiter verschiebt sich natürlich wieder der Mittelwert. Und man sieht, bei 527, schauen wir uns das kurz mal an, bin ich schon ganz knapp bei dieser Wahrscheinlichkeit von 99,9. Es sind 99,8 zurzeit noch, um mehr als 500 fehlerfrei zu erhalten. Sobald ich auf 528 gehe, haben wir diese Wahrscheinlichkeitswert, die vorgegebene Wahrscheinlichkeit, erreicht bzw. überschritten. Das heißt, bei 528 bestellten Geräten und dieser Wahrscheinlichkeit, dass eines fehlerfrei ist, erhalten wir mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9% mehr als 500 fehlerfreie Geräte. Gut, das wäre jetzt wieder ein reines Probieren. Als Mathematiker schaut man sich das aber natürlich ein bisschen genauer und exakt an. Sprich, man versucht das Ganze auch allgemein zu lösen mit Hilfe von Rechnungen und nicht nur mit Hilfe von Probieren. Und zwar habe ich da die Lösung jetzt schriftlich dargestellt, nur kurz so viel die Erklärung. Man sucht eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable größer einer Grenze annimmt. Das soll die Wahrscheinlichkeitswert Alpha ergeben. Ich habe das da unten mit A nochmal bezeichnet, also hier kann man das auch noch verstellen, die Sicherheitswahrscheinlichkeit, nehmen wir es mal so ganz einfach. Und wenn man jetzt ein bisschen in die allgemeine Theorie der Wahrscheinlichkeitsrechnung reinschaut, dann sieht man hier in der dritten Zeile folgendes. Man macht nichts anderes als eine Standardisierung. Man tut die Zufallsvariable x standardisieren auf die Zufallsvariable z und so erhält man x weniger μ durch Sigma, wobei ja μ aus n mal p besteht und Sigma aus Wurzel n mal p mal q. Warum hier nochmal 1 weniger Alpha steht? Ganz einfach, man muss ja die Fläche kleiner gleich immer berechnen, beziehungsweise das, was man in diesen Tabellen früher noch geschaut hat, beziehungsweise wo man den Z-Wert herausfindet, diesen Z-Wert, den ich hier dann brauche. Dieses Phi von Z soll also 1 weniger Alpha sein, in unserem Fall 0,1% oder 0,001, und daraus ergibt sich eben ein gewisser Z-Wert. Dieser Z-Wert ist, wenn man das jetzt nachschaut, bei dem Wert 0,001 irgendwas mit minus 3,0 irgendwas, und hier ergibt sich dann durch diese Umformung dieser allgemeinen Gleichung eine schlussendlich allgemeine quadratische Gleichung. Ich habe das für den speziellen Fall mit p
P und Q und so weiter und auch Z und den Wahrscheinlichkeitswert hier mal durchgeführt. Und dann kommt man hier auf diese allgemeine Gleichung, um n zu bestimmen. Was ganz toll ist, ist, dass man hier sieht, das ist eine quadratische Gleichung, das da versucht oben nochmal herauszuheben, wo man hier sieht n Quadrat und n. Und man kann diese quadratische Gleichung jetzt ganz einfach numerisch lösen lassen, beziehungsweise auch algebraisch. Ich habe das hier numerisch gelöst, beziehungsweise mit dem CS. Im CS-Fenster ist diese Gleichung gelöst worden und bekomme hier diese zwei numerischen Werte für n. Man sieht, hier ist 527,95 die eine Lösung. Das ist die Lösung, die eben wir brauchen. Es ist aber auch eine Lösung noch angegeben mit 503. Das liegt jetzt daran, wieso gibt es da eine Lösung mit 503. Lassen wir uns das einblenden. Man sieht, das ist aus Symmetriegründen. Hier kommt genau dieses 0,1% heraus. Wo kommt diese Lösung hinzu? Praktisch, das ist in diesem Fall, wo ich quadriere diese Gleichung. Deswegen gibt es eben ja den Z-Wert, einmal das Plus, minus 3, das 3, irgendwas und einmal das Minus. Wir haben aber den Wert mit 0,528 berechnet, gerundet und somit haben wir wieder 528 TV-Geräte, die der Händler bestellen muss, um mindestens 500 fehlerfrei zu erhalten, mit einer zugehörigen Wahrscheinlichkeit von 0,999. Das Schöne ist jetzt an GeoGebra, dass das Ganze interaktiv läuft und man sieht ja ganz schön jetzt, sobald ich die Wahrscheinlichkeit verringere, das heißt meine Sicherheit ein bisschen runterschrauben möchte, machen wir zum Beispiel hier auf ein Signifikanzniveau oder auf 95%, muss man natürlich nicht mehr so viel Geräte bestellen, 523 wieder aufrunden, und möchte ich noch unsicherer sein, zum Beispiel nur mit 0,75 als Wahrscheinlichkeit, dann braucht dahinter nur 519 bestellen. Machen wir das da oben am Schnitt nochmal zur Visualisierung. Wenn ich 519 Geräte bestelle, dann erhalte ich eben die Wahrscheinlichkeit über 75% mehr als 500 Nicht-Defekte, also in ordnungsgemäße TV-Geräte. Gut soweit. Dieses kleine GeoGebra-Apple gibt es dann auch im Download auf meiner Homepage. Ich hoffe, es kann eingesetzt werden. Es ist, schaut sehr, sehr mathematisch aufwendig aus. Die dahinterliegende Mathematik ist nicht ganz unanspruchsvoll, nennen wir es mal so, aber wirklich interessant, auch mit Schülern sich sowas so anzuschauen, weil man dadurch so klassische Fragen wie Überbuchungen, wie viele Tickets darf eine Fluggesellschaft verkaufen, um mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit hier noch gut fahren zu können, sagen wir so, oder fliegen zu können, damit alle Passagiere transportiert werden können und so weiter. Also solche Fragestellungen sind hier immer schön visualisierbar bzw. Berechenbar. Ansonsten denke ich noch, dass man mit GeoGebra hier ein bisschen einen spielerischen Zugang realisieren kann. Das heißt, man kann das ein bisschen ausprobieren lassen, den Schüler, und das auch fühlen lassen, wie ändert sich denn jetzt die Anzahl n, oder was bewirkt eine Änderung der Anzahl n der Bestellungen auf die jeweilige Wahrscheinlichkeit. Gut, Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.